Hallo, ich bin mit Fateh Tolla, zweite Platzierte in meiner Uwe Frankfurt Marathon letztes Jahr, und Katharina Heinig, die ist die Lokalmatadorin für das Rennen am Sonntag. Zuerst, Fateh, kannst du dich steigern? Letztes Jahr war eine hervorragende Leistung, 2:25, aber wie fühlst du dich jetzt in Form? In Form, ich fühle mich gut, die Form ist top, aber mit dem Wetter, dieser Wetter vielleicht, ich weiß nicht, schwer wird, ja, von mir einfach losgehen. Und ist Frankfurt am Sonntag auch ein Ziel für die EM nächstes Jahr? Ist das als Vorbereitung, ob du an die Quali schaffst? Ja, das ist ein Ziel auch so, aber mal sehen, was drauf kommt. Katharina, du hast dich wesentlich gesteigert, also letztes Jahr in Berlin 2:28. Was sind deine Hoffnungen für Sonntag in Frankfurt? Ich möchte nochmal so eine ähnliche Leistung wie in Berlin abrufen. Vater hat es schon angesprochen, die Bedingungen sollen nicht ganz so gut sein. Dementsprechend werde ich etwas verhaltener angehen, aber ich möchte schon unter 2:30 laufen. Und absolutes Muss ist natürlich die Norm für die Europameisterschaft nächstes Jahr. Wir wissen alle, dass Familienkonzern Heinig, das ist Marathon-Laufsport pur. Deine Mutter vor 22 Jahren hat also dreimal in Frankfurt gewonnen. Ist das Druck für dich auch? Nein, das ist kein Druck, weil zum einen war es eine andere Zeit, als das gerannt wurde. Und ich bin eine eigene Läuferin und ich versuche mein Bestes zu geben, und die Konkurrenz ist allerdings deutlich, deutlich härter, also unheimlich viel afrikanische Konkurrenz da, und ja, also ich vergleiche mich nicht mit meiner Mutter. Das machen vielleicht sehr viele in den Medien oder außerhalb, aber wir selber in der Familie gar nicht, nein. Und die Vorbereitung ist sehr gut gegangen, es muss wohl sehr hart sein, also ihr Vater, Wolfgang Heinig, ist auch ihr Trainer, also dann, das heißt... Nur meine Mama ist meine Trainerin. Okay. Ja. Aber das war gut gegangen im Training? Ja, die Vorbereitung hat sehr gut geklappt. Ich bin gesund durchgekommen, ich konnte meine Qualitäten im Training nochmal steigern und bin deswegen sehr zuversichtlich für Sonntag. Und zurück zu Fateh. Letztes Jahr beim Endkampf in die Festhalle, wie war das Gefühl? Also auf den roten Teppich zu sein, das ist etwas Besonderes? Ja, Besonderes ist, wenn man oder gut fühlt, alles kommt. Ich habe nach 30 Kilometern, wusste ich, dass ich gut laufen kann, aber nur Zeit habe ich gerechnet. Und dann bin ich weiter Platz. Ja. Wir hoffen für euch beide spannende Rennen am Sonntag beim Main-Nobel Frankfurt machen. Vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön. Dankeschön.